als Theologe bin ich das nun mal auch gewohnt. So. Achso, du bist Theologe? Ja. Das ist auch der Grund, warum Jesus am Kreuz gesagt hat, Gott, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Gott musste sich abwenden, weil die Sünde einfach viel zu groß war am Kreuz. Sagen wir mal so, du hast ja gesagt, als er am Kreuz war, hat er gesagt, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Und der Vater hat ihn verlassen, weil diese Sünde war einfach viel zu groß, oder? Richtig. Wie erklärst du dann, dass Jesus gesagt hat, dass er immer das tut, was dem Vater gefällt und deshalb der Vater ihn nie verlässt? Jesus hat was gesagt? Habe ich akustisch jetzt nicht verstanden. Jesus hat in Johannes Evangelium gesagt, er tut allzeit das, was dem Vater gefällt, deshalb verlässt ihn der Vater nie. Wie erklärst du dann das? Ja, es ist doch ganz logisch. Wenn ein Christ einen Fehler macht, nicht so, wie du gemerkt hast. Jesus selber hat von sich geredet. Er hat gesagt, ich tue allzeit, was dem Vater gefällt, deshalb verlasst er mich nie. Aber du hast doch gerade vorhin gesagt, dass der Vater nicht bei ihm sein konnte, weil die Sünde viel zu groß war. Ja, das ist auch der Grund, warum Jesus am Kreuz gesagt hat, Gott, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Gott musste sich abwenden, weil die Sünde einfach viel zu groß war am Kreuz. Ja, aber das hat er gesagt, als er am Kreuz hing. Ich meinte auch nur die Situation am Kreuz. Er hat nur das gemacht, was sein Vater wollte, richtig, dass er gekreuzt wird. Das war seine Bestimmung, ja. Klar. Okay, dann ist meine Frage, wie kann ihn dann der Vater verlassen, wenn er doch Jesus selber von sich aus gesagt hat, dass er allzeit das tut, was dem Vater gefällt, deshalb verlasst mich mein Vater nie. Porsche Happy. Fuck. Ja, darum hat er ja gefragt, weil er sich ja bewusst war, dass Gott ihn nicht verlässt. Aber am Kreuz, in dem Moment, musste Gott ihn einfach verlassen, damit die gesamte Sünde der Welt... Okay, dann hat aber Jesus, Hellerchen, da musst du aber dir eingestehen, dann hat sich Jesus falsch ausgedrückt, weil er hat gesagt, allzeit. Nee, das hat er ja gedacht. Nun, er war aber Mensch. Er hat sich da vielleicht, er hat das nicht gedacht. Ja. Sagst du gerade, dass der Vater ihn jetzt verlassen hat oder dass Jesus eine falsche Aussage getätigt hat? Ich denke, dass Jesus da eine falsche Aussage... Moment, es war keine Aussage, es war ja eine Frage. Ja. Okay, das heißt, er geht schon davon aus, dass er weg ist, weil ich würde nicht zu dir sagen, hey, warum bist du heute von der Arbeit verschwunden, wenn du es gar nicht getan hast? Also pass mal auf, ich finde das ziemlich unfair, dass du das jetzt mit einem Job gleichstellst. Jesus war Mensch, er hatte Schmerzen, er hing da. Was? Das ist nur ein Beispiel. Du musst doch in der Lage sein, ein Beispiel zu verstehen. Nee, das können wir alle nicht sagen. Wir haben noch alle nie am Kreuz gehangen. Was impliziert diese Frage? Hellerchen, was impliziert diese Frage für dich? Weil diese Situation für ihn so schrecklich sein musste. Er ist verraten worden von 4 Jüngern. Ja, er ist festgenommen worden, 2 Stunden. Und 4 Jünger? Und 4 Jünger? Ich dachte, du bist ein Theologe und sagst 4 Jünger. Nenn mir bitte den Namen, welche 4 Jünger ihn verraten haben, bitte. Jetzt bin ich gespannt. Es war nicht nur Judas Ischariot. Es waren noch 3 andere wahrscheinlich, die mit im Spiel waren. Einer davon ist Judas. Wer sind die restlichen? Ja, bitte. Nenn mir noch die 3 restlichen, die Jesus verraten haben, bitte. Als Theologe musst du das doch wissen. Petrus zum Beispiel hat Jesus zum Beispiel 3-mal vorher verleugnet. Also ist Verleugnen für dich Verrat? Oh, ich bin kein Jurist, das kann ich dir jetzt nicht so sagen. Aber du bist doch Theologe. Aber nochmal, schau mal nochmal. Ich habe dir eine Frage gestellt, was der Unterschied zwischen diesen 2 Worten sind. Du hast aber Verrat mit Verleugnen gleichgestellt, obwohl das nicht dasselbe ist. Richtig. Dann hat Rayan dich gefragt, was ist der Unterschied? Also ich finde Verrat und Verleugnung schon ziemlich gleich. Kannst du mir erzählen, was der Unterschied ist? Bitte. Ja, wenn ich jemanden verrate, verleugne ich einen. Das ist was? Wenn ich dich verleugnen heißt, dass ich behaupte, dass ich dich nicht kenne. Verraten heißt, dass ich dich jemanden ausliefere. Nee, das kannst du nicht so sagen. Echt jetzt? Als er das gehört hat, dass Jesus das widerfahren wird, warum war er dann geschockt? Ich dachte, er wollte ihn verraten. Richtig. Warum war er geschockt? Moment, Petrus hat nach der Kreuzung Jesus verraten. Moment, Petrus hat
nach der Kreuzung Jesus verraten? Ellerchen, kannst du vielleicht für uns ein Gebet sprechen? Ich werde auf gar keinen Fall mit einem Muslim beten. Wenn ein Mensch, wenn er sich niederlegt, also sprich gestorben ist, ja, er wird nicht mehr wieder auferstehen, solange der Himmel besteht. Jetzt ist meine Frage an dich. Diese Worte, der Schöpfer hier gesprochen hat, ist das göttlich oder ist das satanisch? Es ist nicht göttlich, es ist eher satanisch. Wenn ich wählen müsste zwischen göttlich und satanisch, dann würde ich mir sagen. Dankeschön, dass du deinen Gott als Satan betitelt hast, weil das steht in deiner Bibel.